Moin. So, liebe Leute, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt hatte oder ob ich es erst erwähnen wollte. Pitlock hat sich bei mir gemeldet, tatsächlich, und die haben mir gesagt, die schicken mir ein Paket. Verrückte Welt. Ich bin da. Ich freue mich, dass es da ist. Da packen wir mal das letzte Haus aus, da bin ich schon sehr gespannt. Hurra, hurra, das Paket ist da. Hier, öffnen. Ich bin sehr gespannt. Pitlock. Gottes Willen. Da haben sie aber reingehauen. Da haben sie aber alle Produkte gesendet eben, aber. Okay, also, ich habe ja zwei Pitlock-Videos gemacht. Zwei Pitlock-Videos. Und jetzt hat mir Pitlock tatsächlich offensichtlich ihr gesamtes Programm so geschickt. Da bin ich sehr gespannt. Was hier so drin ist alles, aber offensichtlich, wie gesagt, hier alles Mögliche. Ne? Kauf beim Pitlock-Händler deines Vertrauens und lass dich vor Ort beraten. Sei zur Sicherheit. Der Dieb irritiert, wenn mit Pitlock kodiert. Wir sichern deine Fahrradteile. Na, da bin ich mal gespannt. Sehr geehrter Herr Müller, wie besprochen, schicke ich Ihnen ein Set und einige andere Pitlock-Teile zum Testen. Bedenken Sie bitte beim Testen, dass Sie realistische Bedingungen schaffen. Pitlock soll vor Gelegenheitsdiebstahl schützen. Es ist schon sehr viel wert, wenn es dem Dieb zu lange dauert, die Teile vom Fahrrad abzuschrauben und er sich abwendet. Natürlich, da habe ich ja auch erwähnt, ein Dieb, der das ganze Fahrrad mit in seiner Garage mitnimmt, bekommt jedes Sicherungssystem früher oder später auf. Bitte beachten Sie Folgendes, hier sollen wir eine kleine Anleitung geben. Stellen Sie das Fahrrad so auf den Boden, dass es einer Situation auf der Straße entspricht. Unbedingt alle Teile des Schnellspanners entfernen, nur die Pitlock-Teile werden eingebaut. Die Einzelteile der Sicherungsachse in der richtigen Reihenfolge einbauen. Die Federscheibe und Teflonscheibe müssen neu bzw. noch intakt sein. Falls die Feder in der Federscheibe platt gedrückt sind, müssen diese ausgetauscht werden. Die Pitlock-Kotmutter zum Beispiel mit Hilfe des Pit-Tools fest anziehen, dabei den Pit-Schlüssel mit dem Daumen auf die Kodierung drücken und gleichzeitig den Pit mit Hilfe des Pit-Tools oder eines durch das Loch im Pit gesteckten Schraubenziehers drehen. Bitte achten Sie unbedingt bei der Sattelsicherung auf eine Sattelschelle mit planer Andruckflächen, mit planen Andruckflächen. In Ihrem Video war eine nicht geeignete Schelle zu sehen. Wir sind auf die Ergebnisse gespannt. Sie können mich bei Fragen gerne kontaktieren. Mit freundlichen Grüßen, Magdalena. You are the VJ of the night. Maria Magdalena. Eine nicht geeignete Sattelschelle. Ja, aber offensichtlich, es war ja nicht von mir so inszeniert. Also das war ja, ich weiß ja nicht, ob ich den Sattel überhaupt aufgemacht. Ich glaube nicht. Also, hier wurde mir aber alles mitgeliefert. Eine Sattelschelle wurde mir mitgeliefert und. Gucken wir mal. Also, wir haben ein Original Pitlock Sattelschelle. Die dürfte ja geeignet sein. Die Drehmomente, meine Herren, die Drehmomente. Was habt ihr denn da so gedacht? Ein Drehmoment. Okay, was haben wir denn hier? Sattelschelle. Haben wir da? Pit Stopper. Das ist was auch immer. Zweimal Diebstahlsicherung für Standard M6 in 6-Grad-Schrauben mit Schlüsselweite 5 mm. Inklusive Entriegelungsschrauber. Mit speziellen Gewinde. Ja, das reicht schon aus. Sowas ist schon ganz geil. So ein Ding. Was haben wir hier? Das sind. Kenne ich nicht. Was ist das? Kenne ich nicht. Was ist das?
Artikel 3x Alu Flat Cap. Vielleicht noch eine Kappe zum Abdecken. Ach, zum Abdecken wahrscheinlich von den, ja klar, 1, 2, 3, ne, um das wirklich abzudecken. Das ist natürlich schön auch, dass es so ein Komplett-Set dann irgendwie ergibt, dass es wirklich sauber ist und verschlossen. Finde ich gut, das finde ich gut. Das ist einmal... Entnehmen, take out, was, wie, war, hab ich hier überhaupt, was ist das? Der Metallmax, Metmax. Wisst ihr, was das ist? Ich kenn's nicht. Tut mir leid, ich bin zu blöd, zu dumm, zu unerfahren, was Pitlock-Produkte angeht. Ich werde mich jetzt informieren. Ich packe es aus. Ja, gut, Flaschenöffner. Ja. Wahnsinn. Flaschenöffner, okay, alles klar. Nicht mein Ding. Machst so selten Flaschen auf. Ja, ich werde eine realistische Situation schaffen und ein Video drehen davon. Okay. Das ist das eigentliche. Darum geht's und nichts anderes. Geht nur darum. Nur darum. Was übrigens von den meisten Leuten bemängelt wurde, die mit Pitlock zu tun haben, die auch schon seit Jahren mit Pitlock zu tun haben, ist, dass man nur noch einen Schlüssel bekommt. Dass man nur noch einen zum Öffnen bekommt. Weil ich glaube, die am häufigsten verloren gehen tatsächlich diese Codekarten. Die Dinger hat man recht lange, die gehen dann irgendwann mal nach 5 Jahren verloren, eins oder so beim Umzug oder so. Und dann hat man aber noch eins. Ja? Aber das... Die Codekarte, ich glaube, die ist schon nach einem Jahr weg im Schnitt. Ein Jahr, 2 Jahre ist das Ding weg bei den meisten. Die meisten finden die nicht wieder. Also die geht gar nicht, weil Luana geht nur unter in diesem Wust an Papierkram, den man heutzutage immer so hat. Ja, gut, das mache ich jetzt noch nicht auf, das öffne ich nicht, das bleibt ungeöffnet hier. Ja, ist überall noch wunderschön verhackt und so. Nicht, dass einer sagt, ah, hast du da rumgefummelt oder so. Das machen wir wirklich dann in einem Hintereinander-Video. Also hier haben wir Flaschenöffner, Gimmicks kann man verschenken quasi. Was ist das hier? Das ist, was ist das? 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 Pit Stopper. Ich bin gespannt. Jetzt lauter Alarm? Nee. Einfach nur eine... Für einen Hund oder so, ja. Ich habe keine Ahnung, was das also. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Pitstopper. Ist ja fast schon Copyright drauf auf Pitstopper, ne? Ah, noch ein Flaschenöffner, ich kann auch noch verschenken. Dann haben wir hier nochmal Gummiring-Set. Ne, das ist wieder was anderes. Ah. Ey, muss mich auch wirklich glatt machen. Was ist denn das alles? Was habt ihr denn hier alles? Das ist hier, das ist zum Knebeln. Ah, ja. Sehr schön. Das ist also zum Knebeln, zum Zuknebeln gedacht. Ja, wenn man dann irgendwie keinen Schraubenzieher zur Hand hat, steckt man einfach das Teil durch die Sicherung und dreht dran. Zur Installation vom Pitlock. Ja, sehr gut. Eigentlich, darum geht es ja nicht. Und ein Weihnachtskalender. Ich werde verrückt. Also. Mensch, Kinders, ey, wenn ihr mir das früher geschickt hättet, hätte ich den tatsächlich auch noch an irgendjemanden verschenken können. Ja, das ist natürlich schlecht. Ja. Nun, da haben wir ja schon von Stier einen wunderbaren Weihnachtskalender auch. Yay, da ist sogar eine Werkzeugbox drin. Ja, die muss man sich zusammen klabustern. Jetzt habe ich von Pitlock auch noch einen. Da ist bestimmt kein Pitlock drin, weil das habe ich ja hier. Ja, schön, freut mich. Ich bin schon gespannt auf das Video, denn was denn da kommt. Ah, verstehe, der Pitstopper, das ist, jetzt kommt das, jetzt langsam werde ich auch ich warm. Ich meine, ich brauche immer einen Moment, ja, um hochzufahren. Das ist dieses Mitnehmen-Tool für das da, damit man das hier nicht verliert.
hat man das immer dabei am Schlüsselbund. Macht natürlich den Schlüssel auch ganz schön voll. Ne? Ich meine, du willst original Pitlock eine Flasche öffnen, du willst original Pitlock den Pitstopper mitnehmen, du willst original den Öffner für das Pitlock-System mitnehmen und du musst noch den Schlüssel mitnehmen. Das ist ein Pitlock-Schlüsselbund für sich alleine. Vielleicht denkt da mal über Multitool nach, wo all die Dinger dran sind. Oder so. Das wäre doch mal ein System. So ein Multitool, wo wirklich klapp auf das, klapp auf das, klapp auf das hier und dann so eine Clip-Funktion, wo man seinen eigenen persönlichen Pitlock-Schlüssel reinklippen kann. Das wäre doch was. Jo. Reinklippen und natürlich wieder rausklippen. Ne? Du brauchst ihn ja nur dann. Du klippst ihn rein. Oder so. Irgendwie so. Ihr wisst ja. Das war auf alle Fälle vom Auspacken an Packaging mein Pitlock-System-Ding. Dingsbums. Ich werde auf alle Fälle am Ende diese gesamten Flaschenöffner hier, die könnt ihr unter euch aufteilen, wer so ein Ding haben will oder so. Wenn das Video dann gelaufen ist und zusammengeschnitten ist, dann könnt ihr euch darum streiten. Und mit dem Pitlock-System schauen wir mal, wie gut das ist. Das soll ja verbessert worden sein. Ich bin echt gespannt. Also. Ich werde das gut studieren und werde das ordnungsgemäß, fachgemäß einsetzen. Und ich werde natürlich die Bedingungen schaffen, als wäre es draußen auf der Straße. Was ja auch von jemand anders noch bemängelt wurde. Ja, da wenn man das dann darauf ja, einspannen kann oder so oder dies oder das oder jenes. Wir sehen uns. Also macht der Tut. Bis dann. Ciao. Und am Pitlock ein herzliches Dankeschön natürlich, ne, und dafür und vor allem darüber werden sich meine Kinder freuen über die kleine Packung Haribo. Müssen sie teilen, müssen sie durch, ne? Aber so ist es. Also, danke nochmal.